Ihr wollt wissen, wo der Manifold jetzt herkommt? Dann bleibt dran! Auch wie ist es euch? Ich bin es Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Das erste, was ich heute vorhabe, ist einen weiteren Manifold zu bauen. Und zwar nicht den großen, den haben wir ja schon, sondern einen kleinen für da unten, wo wir noch mit unserem Beton irgendwas weiteres machen. Und das dann da auch direkt einzusetzen, hinzubasteln, zu benutzen, wie auch immer. Dafür können wir hier schon mal als erstes den Spaß nähern. Und alles nehmen. Genau. So. Jetzt ist die Frage, wie mache ich es am einfachsten? Ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn ich einen einzelnen Bau mache. Wir haben Fabrikatoren. Ich setze mal einen hier einfach in die Mitte rein. Ja, so sieht es aus. Regnet es gerade? Stimmt, da regnet es. Ah, deswegen bin ich jetzt hier nicht. Okay. Dann gehen wir mal hin. Und schauen wir mal. Ich glaube, ich würde den auch wieder gerne ein bisschen hochsetzen. Und zwar in dem Fall beide übereinander. Unten vielleicht noch ein bisschen umbauen, aber egal. What the? Warum? Egal. Reicht das so? Ich meine, wie genau wir das dann hinstellen, ist ja auch vollkommen egal. Ich mache das jetzt wieder so. So. Und dann packen wir uns eins bitte dorthin. Und dann dorthin. Ist ja schon relativ schnell. So, jetzt kann man nämlich von da aus den Kollegen so reinsetzen, genau. Und den Kollegen eben nicht. Das findet er so. Wow! Ich sag mal, das findet das ziemlich geil. Ich meine, aus der Nähe, das geht sogar. Also das heißt, wir brauchen eine halbe Foundation dazwischen. Das tust du. Dann löschen wir uns den. Und haben wir den Teil von dem Ganzen sogar richtig, richtig schnell abgehandelt. Zack. Wir wollen Symbol auswählen. Weil das Symbol ist ja jetzt Quatsch, das hatten wir ja schon. Ich glaube, ich nehme als Symbol einfach den. Das hätte ich bei dem anderen auch machen sollen. Das ändere ich vielleicht nochmal. Ändere ich denn nicht? Ich habe es auch in dem Blueprint bei Satisfactory Calculator. Ich lade diesen auch wieder drauf hoch. Und dann könnt ihr euch den schön runterladen. Passt doch, oder? So, Bild auswählen. Verzeichnis setzen. Verzeichnis haben wir hier. Manifold. Hatten wir hier. Genau. Das ist ja jetzt ein Assembler. Also ist das nicht der Manifold, sondern das ist der Assis. Ja, komm, machen wir ein Doppel-S, ne? So. Oh, und bei den Konstruktoren machen wir Connys draus, oder? Ist vollkommen Quatsch, dann ein Manifold zu machen, weil dann ist einfach nur die Mina setzen. Aber egal. Das lassen wir. Ja. Okay.
Ich muss wieder nachgucken, ob man Manifold jetzt mit einem oder mit zwei M schreibt. So, mit einem. So, das ist relativ einfach, würde ich sagen. Ne? Dann gehen wir mal hin und ja, die Bewegung. Wunderbar, ja, haben wir schon. Designer lehren. Wenn man Scheiß. Alles in und Schuss. Dann müssen wir da hin. Und zwar am besten, indem wir da durchgehen. Und hier plumps man jetzt gleich. Und schon sind wir hier. Und dann können wir das Zeug auch gleich ausprobieren. Laufpause. Zack, zack. So soll er nicht stehen. Wie gesagt, einen halben dazwischen, ne? Und der endet da, der fängt da direkt an. Das heißt, ich kann das so setzen. Nur gucken, wie wir die hier hinkriegen. So. Hier an die Linie ran. So. Das passt. Und dann laufen wir einmal hier um die Ecke holen und stand. Gott sei Dank sind wir hier relativ nah dran. Standen vorhin, standen waren die besten, wir waren gleich vorne. Bitte mal weg. Und ihr könnt auch da rein. Zack, wollte ich noch irgendwie was anderes? Eisenplatten. Kann ich auch direkt mitnehmen, weil. Haben wir auch nicht mehr viel von. Diese Ecke hier fertig. Bis auf Strom. So einfach. Zwei Abstand. Easy. Das ist ja mega. So. Und das ist auch schon da. Ey, Wahnsinn. Da rein, dann sitzen hier rein, gibt nicht. Mega! Das ist gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier rum, schließen die Dinger an. Ich würde auch sagen, hier auf den unteren, wo wir sowieso gerade dran sind, packen wir dann. Den hin. Oder gehen wir jetzt gleich nochmal durch, setzen die Lifte. Und dann haben wir den hier nämlich schon mal zügig abgearbeitet. Ja, ich weiß. Den sollte ich nicht mehr machen.
läuft mir gerade ein bisschen zu gut. Seht ihr das? Wenn es auf einmal zu gut läuft, dann dieses Gefühl habt, irgendwas kann hier nicht stimmen. Ja, ich bin super besetzt. Nicht schlecht. Plutonium Pellet. Woher kommt das Plutonium Pellet? Ich war noch. Kam die nicht hier raus? Plutonium Pellet. Ah, das war die Nummer. Da musste ich mich so drum kümmern. Jetzt ist die Frage: Mache ich den da eben fertig? Das wäre jetzt doof gelaufen. Leute. Ne? Sache. Wenn es zu gut läuft, ist es halt zu gut, um wahr zu sein. Und wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Diese Weisheit könnt ihr doch glatt mal ein Abo lassen, oder? Wunderbar. So, jetzt sind die auch wirklich angeschlossen. Ja, in der Mitte kommt man nicht mehr durch, weil... Kopfschluss. Wenn ich jetzt hier als erstes die Pellets fertig mache, dann hätte ich den Teil wenigstens abgeschlossen. So, was kommt bei dir raus? Plutonium-Zelle, du brauchst Plutonium-Pellets. Pellets sind die, die da rauskommen. Pellets sind die, die da rauskommen. Förderband. Da kommen die Pellets dran. Pellets werden da hergestellt. Es werden auch nur da Pellets hergestellt. Ne? Wir gucken hier meine schlaue Liste. Ja, nur Pellets aus 4 Stück. Das heißt. Das ist ein bisschen. Ja. Die kommen da raus. Ich glaube, ich hatte damals schon gesagt, das muss ich dann so machen. Dass ich. Da muss ich jetzt so ein bisschen. Gehe ich gerne hier hin. Genau hier. So. Dorthin. Dann hätten wir hier gerne einen Fusionator. Der. Ist jetzt so gut oder macht das auch so einen komischen Bogen? Das werden wir jetzt herausfinden. Gehen wir dann auf. Wir müssen genau einen vor. Okay. Kein Problem. Da oben. Das ist ein Senator.
Pyramiden zeigst du mir hier an, Kollege? Okay, das ist der Fusionator, der am meisten. Ich stelle mich jetzt vor dieses Band hier. Drehe mich hin. Das System abgeschlossen. Wow. Der ging ja heute besser als, oder? Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh, weil wir haben schon fast 20 Minuten verbraucht. Ey, Wahnsinn. Aber dann müssen wir uns jetzt das nächste Thema suchen. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir schon hier hinten sind, mache ich dann jetzt einfach auch diese anderen hier, die Kollegen, weil die müssen, glaube ich, irgendwie in anderen Plutoniumzellen müssen hier rein. Wenn ich die einzelnen Kollegen rein müssen. Die da rauskommen und die hier rauskommen. Weil du machst ja welche und die da hinten machen auch welche. Die machen welche. Alle zusammenführen. Entweder lege ich die hier drauf. Oder ich lege sie direkt hier drauf. Das glaube ich der bessere Move wäre, oder?
Sie, dann geht das nach da vorne. Muss ich mir das nochmal angucken, was machst du hier? Du machst den Plutonium-Brennstab und der wird dort dann geschreddert. Erstmal Käfchen. So. Das geht da hoch, geht damit drauf. Okay, jetzt habe ich es wieder und du gehst einfach hier durch. Schredder. Perfekt. Ja, dann legen wir das doch einfach hier auf das Band. Weil von der Menge her, wir haben 68, 5, 1, 4, 1, 2, das ist schon mal 69, 51, 70, 120. Das ist also easy zu machen. Das heißt, da ist unser Ziel. So, jetzt legen wir unsere Leitung so, dass sie da durchkommt. Perfekt. Dann machen wir es jetzt fertig hier. Dann haben wir wenigstens den Teil abgeschlossen. Das kriegen wir jetzt auch noch schön hin. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kann ich jetzt sagen, du gehst da dran. Das sieht sogar halbwegs gerade aus. Mega. Das ist mir schon fast wieder zu einfach. Egal. Wir setzen jetzt eben erst die Kollegen. Einmal durch. Jetzt ist die Frage. Gehst bitte in die Richtung. Weil das kommt da raus. Und geht dann da dran. So, wir machen nämlich jetzt Folgendes. Ich habe ich umgeschlossen, sehr gut. Dich habe ich gemacht, dich habe ich auch gemacht. Dann gehst du da dran. Und ist auch dran. Dran. Perfekt. Und damit geht der ganze Schissel direkt hier durch. Darum, dadurch, hinten in die Reihen, wird verarbeitet zusammen mit dem Druckblock und geht da vorne in den Schredder. Wasser. Ehrlich gesagt ging mir das ein bisschen zu einfach. Warum ging das so einfach? Hm. Aber das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt. Wir haben viel erreicht. Ich mache jetzt hier einen schönen Screenshot. Genau. Für Thumbnail. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.